Ja, neue Rekorde in beiden Kategorien. Neues Topic, neue Kombo, gutes Management. Keine gute... Oh, shit. Keine gute Kombo. Das ist schlecht jetzt. Aber warum nicht Action, Adventure, Horror? Das passt doch super eigentlich. Sizzle kriegt ein neues Level, das ist schön. Ja, schauen wir doch mal. Während wir schauen, werden wir mal gerade hier... Ja, komm, gib mir neue Topics. Immer mehr. Lore nehmen wir. Ich nehme auch... halt, Moment, da oben irgendwo. Transport. Und ich nehme auch... Oh, ihr wollt beide in den Urlaub. Wie gesagt, die Kombos Evolution. Und du darfst... kannst was Ordentliches erforschen. Wobei, wir haben nicht so viel Geld. Was kostet denn wenig zu erforschen? Save to Cloud, Easter Eggs. Komm, erforsch mal Easter Eggs. Die sind bestimmt lustig. So. Oh, die wollen alle in den Urlaub. So, Monster Muxa Dilu. 7. 7 ist gut. 7 gefällt mir. 7. Nein. Nein. Oh. Phew, 7. 7 ist... Kirkibad gut. All Games, was ist da los? Das letzte Spiel habt ihr noch mehr oder weniger gefeiert. Zumindest im Gegensatz zu den anderen. Crap. Naja, gut. Was will man machen? Wir werden hoffentlich Geld verdienen. Ich muss mal ganz kurz, ich guck mal ganz kurz nach. Hier, Game History. Ja, ach so, im Moment noch. Genau, haben wir was verloren? Wie sah es hier aus? Wir haben Gewinn gemacht. Das hatte eine 7. Das hat jetzt eine 6,75. Das, ja, die Development Costs waren natürlich höher, aber wir werden da wahrscheinlich nicht so viel Gewinn mitmachen. Aber immerhin, so. Vacation. Vacation. Du kannst dann mal noch eine Runde trainieren hier. Gib mal, geh mal hier vielleicht, also, Pixel Cup. So, und du gehst auch erstmal in den Urlaub. Ihr könnt zusammen in den Urlaub fahren. Einmal hier, weiß ich nicht, irgendwo hin. Ninvento hat den Ninvento GS auf den Markt gebracht. Die Mobile-Konsole quasi. Sehr cool. Aber ich glaube, wir werden jetzt... Oh, halt, halt, halt. Ja. Das PPS. Ich fürchte fast, wir werden jetzt weiter erstmal für das Play-System... Oh, du kannst dich schon spezialisieren. Für das Play-System arbeiten... Denn, ich mache das mir also nebenbei, während ich quatsche, weil wir gerade die Lizenzkosten ausgegeben haben und ich der Meinung bin, hey, die müssen wir jetzt irgendwo auch ausnutzen, denke ich mal. Oh, wir machen aber gerade wieder Geld, das ist schön, das ist sehr, sehr schön. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar richtig ordentliche, richtige Blockbuster. Ich überlege, ob ich noch ein Horrorspiel mache, allerdings hatten wir das natürlich jetzt gerade erst. Was können wir noch für ein Topic erforschen? Ne, nicht so toll. Weißt du was? 3D-Grafik V3. Gib ihm. Kostet eine ganze Menge. Und wir werden jetzt auch direkt jetzt noch keine neue Engine produzieren, aber bald, würde ich sagen. Wir hängen nämlich schon länger auf derselben Engine rum. Da müssen wir nur noch ein paar interessante Sachen dazu entwickeln. Auch du kannst mal gerade noch. Hier Achievements kommen. Das ist immer schön. Da stehen die Kinder drauf. Können wir noch Schönes machen. Ich gebe jetzt gerade mal meine Research Points ein bisschen aus. Online-Play, nicht übel. Soundtrack ist natürlich nicht schlecht. Mod-Support. Ich mag ja hier mit Mods und so, finde ich gut. Das ist toll. Wir haben ja gerade auch den Leuten da so ein bisschen geholfen, den Moddern mehr oder weniger geholfen. So, dann seid ihr alle fertig. Das heißt, wir können ein neues Spiel produzieren. Natürlich Medium. Okay, Topic. Was machen wir denn da? So viele bescheuerte Kategorien. Was zur Hölle? Ich weiß gar nicht, was wir davon schon alles gemacht haben. Dance? Was macht man denn bei Dance? Simulation wahrscheinlich, ne? Boah, machen wir eine Simulation draus. Auch hier nur für eins. Für alle natürlich. Auf dem Play-System. Oh, das ist bestimmt gut. Oder Moment. Casual. Casual. Komm, nimm das weg. Wir wollen Casual haben. Moment, das mache ich jetzt mal hier hin. So, Casual. Ein Casual-Dance-Spiel. So. Und das nennen wir jetzt.
Tja, wie nennen wir das jetzt? Ich habe gerade keinen cleveren Namen im Kopf. Das andere, das mit der Musik haben wir Y bla, ne? Nach dem Ja benannt. Dann nennen wir das jetzt Abspacken Y16. So. Ich weiß nicht warum. Das sieht wahrscheinlich so aus, wenn man vor der Konsole steht und darum. Ich bin ja überhaupt kein Fan von solchen Sachen. So Musiksachen, okay, das habe ich schon mal gemacht. Zugeben, ich sacke extrem, was ein bisschen eigenartig ist, weil, ich meine, ich bin YouTuber, ich sollte ein bisschen Kontrolle über meine Stimme haben, aber irgendwie, Quatsch, habe ich nicht. Wie auch immer, also das sollte ich ein bisschen können, kann es aber nicht. Und das war mir dann aber schon wieder, nein. Es wird nicht getanzt vor dem Bildschirm. Danke. Nein. Okay, komm, gib ihm mit der Toaster Engine einmal richtig ordentlich aufs Maul. Monster Muxa Delu hat eine ganze Menge eigentlich eingebracht. Jetzt ist die Frage, Medium. Ja, nee, die ist zu teuer. Das kann ich mir noch nie leisten. Auch wenn ich das gerne machen würde. So hype-technisch ist das bestimmt super. Aber ne, eher nicht. Gut. Dance Casual, wie sieht das aus? Story Quests brauchen wir nicht. Gameplay, kabam, Engine ist auch nicht so wichtig. Machen wir das mal so. Oder? Joa. Ja, vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. So machen wir das jetzt. Und dann gib ihm. Der braucht schon eine Engine. Wir spielen ein, wir produzieren ein Casual Game. Der braucht kein Mensch eine Engine. Gut. Jetzt ist die Frage. Wir häufen aber Designpunkte an. Wie blöde, ne? Dialoge braucht kein Mensch. Level Design ist vielleicht nicht schlecht. Artificial Intelligence brauchen wir eigentlich auch nicht wirklich. Mal so. Würde ich sagen. Level Design, ja, weiß ich nicht. Sind die komischen Dance Moves irgendwelche Level bestimmt? Artificial Intelligence brauchen wir nicht in einem Casual Game, das passt schon so. Ich glaube auch, das hat mehr was mit dem. Nicht mit dem Topic zu tun, wie das hier aussehen muss, sondern halt mehr mit dem. Mit dem Genre. Und ich glaube, Dialoge, Artificial Intelligence, auch kein Mensch. Level Design, es sollte schon gut sein und der Rest kann eigentlich so ein bisschen daneben herhinken. So. Marketing, wie sieht's denn aus? Eine Small. Die ist aber auch teuer. Ne, dann machen wir wieder Magazine und Demos. Tada! Und da gibt's aber direkt noch Hype dann von der G3. Mit Abspacken Y16. Wow! 100.000. Na komm, mehr? 200.000! 250.000 höre ich mehr. Nein, leider nicht. Aber das ist schon eine ganze Menge. Mehr als letztes Mal. Wieder nicht in den Top 100, aber ich nehme an, da braucht man auch so eine Million für oder so. Und wir kriegen gerade Hype wie blöde. Oh, das freut mich. Und wir kriegen auch Research wie blöd, ne? Also, unsere Leute sind echt gute Researcher, muss man sagen. So Stereo und Sound wäre schon nicht schlecht in einem Dance-Spiel wahrscheinlich. Rich Backstory braucht keine Sau-Sound. Es ist so die Sache, ne? Eigentlich sollte man ja meinen Sound brauchen, wa? Wie blöd, weil Dance spielt, aber ich werde mich jetzt an das Casual richten und mal da gucken, wie das denn funktioniert. So, jetzt müssen wir das mal hier wieder ein bisschen umbauen. Wie wäre es, wenn du das machst? Und du machst das. Und dann machst du das. Nee, du machst das nicht. Du machst die Grafik. So. Ich überlege gerade, wie ich das am besten mache. Casual braucht nicht unbedingt Grafik. Word Design mal ein bisschen. Machen wir das mal so. Ich glaube. Ja, komm. Machen wir das so und hoffen. Und beten. So, in 2 Monaten wird der Dreamcast vom Markt genommen. Das ist mir aber ziemlich wurscht, weil für das Ding habe ich eh nie was produziert. Wir haben einen Hype, das gibt's ja gar nicht. Wir haben auch schon wieder einen neuen Designrekord. Technologie noch nicht so. Komm, Kinder, da könnt ihr noch ein bisschen was. Vielleicht so ein paar Punkte und dann bin ich auch sicher, dass ich einen neuen Rekord habe. Ich glaube, noch ist es nämlich keiner. 9? Keine Bugs produzieren. Seid ihr denn des Wahnsinns? Macht die Bugs weg. Okay, komm. 170, das müsste reichen, glaube ich. Ja, neue Rekorde. 2-mal. Neues Topic, neue Kombo, gute Kombo. Und natürlich auch Good Management. Yay, awesome. Level Design Stufe 18 war schon. Wow, das ist eine Menge. Ich glaube, so hoch war ich tatsächlich bis jetzt noch nie in sowas. Also, auch wenn ich alleine ein bisschen gespielt habe, habe ich das, glaube ich, bisher noch nicht erreicht.
da kriegt der Marcus Reynolds wieder ein bisschen Kram. Und Marcus Reynolds kann jetzt theoretisch spezialisiert werden. Und wir haben keine Loading Screens, können wir erforschen. So, erstmal werdet ihr jetzt wieder alle ein bisschen trainiert. Pixel Cup, komm. Du kannst trainieren am Code Jam. Hallo? Code Jam. Du darfst trainieren. Oh, World Design oder Sound? Brauche ich aber beides nicht so richtig. Pixel Cup. Mehr Design. So, und nein, du darfst trainieren. Du hast ja Speed wie Sau. Das ist ja cool. Dir fehlt Design. Dir fehlt eine Menge Design. Du könntest jetzt auch noch ein bisschen Design hier. Komm. So, Abspacken Y16. Komm, Reviews. Wow, 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 wow. Gib mir die 10. Ah, 8. Okay, kann ich mit leben. Wow, wow, 9. Almost perfect. 9. Dance and Casual. Gute Kombination. Played it 4 days. All games. Nice. Das ist ein gutes Spiel geworden. Oh, das gefällt mir. Mit dem Geld, was wir damit machen. Oh, Verkäufe. Verkäufe. Können wir vielleicht tatsächlich eine neue Engine auch produzieren? Oh, das ist schön. Wir erforschen gleich noch ein bisschen Kram und dann bauen wir eine neue Engine. Der Gambling ist bald nicht mehr auf dem Markt. Das ist nicht so schlimm. So, wir haben nämlich noch 118 Research Points. Damit können wir noch ein bisschen was erforschen. Die Frage ist, was? Ich überlege gerade, ob ich das auch noch erforschen sollte, weil wir dann wahrscheinlich neue Sachen bekommen noch, die wir erforschen können insgesamt. Wie wäre es mit Soundtrack? Wie wäre es mit Character Progression? Und jetzt wird das auch schon wieder... Hallo? Es ist... Was? Markus beschwert sich, es ist zu warm. Für 90.000 können wir eine Klimaanlage... Ja, komm, Klimaanlage. Bin ich schwer dafür... Oh, die ist jetzt ja tatsächlich. Das ist ja lustig. Aber wieso? Hätte ich gar nicht gedacht. Okay. Können noch Safe to Cloud können wir noch? Kann man noch irgendwas für 15 vielleicht? Nee, sieht nicht so aus, was? Schade. Okay, dann kannst du nochmal wahrscheinlich ein neues Topic erforschen. Ich gucke mal ganz kurz durch. 23 haben wir noch, das reicht für ungefähr gar nichts. Okay, dann erforsch du mal noch Werewolf. So. Und danach wird eine neue Engine gebaut. Jetzt überlege ich gerade schon, wie ich die nenne. Die Toaster-Engine hatten wir schon. Yay! Boah, die wird bestimmt furchtbar teuer. Verdammt. Na ja, gut, okay. So, Create Custom Engine. Was packen wir alles da rein? Hier den ganzen Kram brauchen wir nicht mehr. Da packen wir nur noch die 3D-Grafik rein. Soundtrack. Save to Cloud, Mod Support. Die ist aber teuer, was? Eieieiei. Level Editor, Easter Egg. Day-Night Cycle. Gib dem Kram da rein. So, das wird jetzt die... Jetzt machen wir die Toaster-Engine. Dann machen wir jetzt die, hoppala, Microwave Engine V1. So. Läuft jetzt auf jeder Mikrowelle. Auch okay. Kann ich mitleben. So, technologisch seid ihr furchtbar begabt. Das heißt, das sollte ja wohl funktionieren, was ihr da macht. Der Gambling ist nicht mehr supported. Wir haben damit fast 5 Millionen Geld, Dollar, was auch immer, haben wir damit gemacht. Das war, ich glaube, Fantasy Venture Ding, ganz am Anfang. Ne? Damit sind wir quasi aus dem alten Büro raus. Mit dem Geld, was wir davon gekriegt haben. So, da ist die Engine fertig. Tada, 500.000 haben wir, also mehr als 500.000 haben wir in die Engine gesteckt. Deswegen gibt es dafür noch was. Das ist ja schön. So, jetzt könnt ihr alle nochmal eine Runde trainieren, einfach weil wir es gerade haben. Und ich denke, das ist sinnvoll. Geh mal zum Code Jam. Du kannst eine Runde hier nochmal ein bisschen Speed Game Time Trials. Du darfst, brauchst immer noch ein bisschen Design. Ich möchte die nicht ganz zu schwer spezialisieren, weil die hier tatsächlich auch bei manchen Sachen ein bisschen von den anderen Punkten brauchen. Zum Beispiel hier 450, 450. World Design sieht auch so ähnlich aus. Deswegen, ja, nicht zu sehr spezialisieren. Du kannst, mach mal eine Time Trial. Du kannst noch ein bisschen flotter werden. So, Abspacken Y15 hat fast 5 Millionen eingebracht. Und neue Topics sind gerade sehr beliebt. Oh, jetzt werdet fertig hier mit euren Trainingssachen und dann können wir ein neues Spiel machen mit einem neuen Topic. Wir haben so viele Topics, das passt schon. Dann muss das Spiel nur noch rechtzeitig fertig werden. Das könnte unter Umständen ein Problem werden.
Aber wir werden sehen, das kriegen wir schon irgendwie hin, denke ich. So, George ist fertig. Reynolds, komm, gib Gas. Oh Mann, du bist so langsam. Unglaublich. So, neues Spiel. Medium. Was machen wir denn da? Was hatten wir denn noch nicht?